So, willkommen zurück. Ich glaube schon daran, dass wir den Namen nicht geändert haben. Jetzt übernehme ich den Marv mit. So mal so. Oder ich werde vielleicht nicht mal auf normal spielen, sondern auf easy. Wobei, das habe ich eigentlich gut gemacht auf normal, ne? Gehen wir mal auf easy durch, damit wir ein bisschen weiterkommen. Wir müssen mich nicht so über das Ganze blamieren müssen. So, der Marv darf auch an die Waffen ran. Der Biobeam. Der bringt überhaupt nicht in das Schiff. Okay. Das ist schon eine mächtige Bewaffnung. Nur meine Töne erwischt, glücklicherweise. So ganz ohne Sensoren bin ich ziemlich laggig. Wobei mir das mit dem Stealth Cruiser, das ging mir noch mehr. Ah, das war mies. Keine Schilde zu haben. Wenn ich wenigstens eine Stealth-Waffen-Upgrade schon gehabt hätte, das wäre okay. Dass man den Stealth auch vollkommen nutzen kann. Jungpeng Schiller. Ich taufe dich auf den Namen Dalukat, so weiß ich es noch nicht. Dann kann man die umbenennen? Ne. Da kommen die Bösen schon. Die Bösen. Machen was wir können. Und auf zur Quest. Wunderbar. Einmal quer den Biobeam drüber und dann war's das. Das ist eine coole Waffe. So. Die haben nur einen Laser, das ist ein Burst Laser. Was ist schwer? Ne, ist sogar nur ein einziger Laser. Ah. Danke auf die Schilder. Wenn wir sie da treffen würden. So. Geht sie ändern? Nein. Das ist durch die Drohne, deswegen ziehen wir gar nicht auf die. Und nochmal drauf. Und Biobeam so rüber und dann war's das, glaube ich. Genau. Mal die Energie in die Bombe stecken. Auf der Quest. Ich finde easy schon wieder zu easy.
Das ist schlecht balanced. Ich meine, ich habe eine Variante, mit der ich den. Oh. Nö. Mit dem man das so halb machen kann, aber das ist ja quasi ein Cheat. Das soll man nicht unbedingt benutzen dafür. Das ist quasi so ein Dart-Pfeil, mit dem die Flotte dich nicht mehr verfolgt. Das heißt, du hast schön viel Zeit, die Gegner wegzulasern, dich hochzupowern. In einfachen Gebieten. Na, Mister. Nein. Danke. Ich kann doch noch mein Store benutzen. So, die kommen mit den nächsten hier hin und dann kann es knapp. Also easy. Auf easy soll man Risks nehmen. Puh, ein Sultan-Schiff ohne Sultan-Schild. So, kaputt gemacht. Yep, das wird sehr knapp werden, aber egal. Zu knapp. Berechnet. Puh, die sind ja ganz schön mächtig gepanzert schon. Nee, dein. Hier ist nur eine Rakete rein. Voll Kanne in die Führerkabine. Noch einer? Repairen wir mal schnell. So, noch ein bisschen Power reinstecken in die Systeme, damit wir alles anmachen können. So, und dann verpissen wir so einen Sektor. Oh, das sieht gut aus. Viele feine Sektoren. Ich kann bestimmt Rock oder Mantis ab. So, und das war's dann für heute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.